Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ja, ich muss was gestehen. Ich habe mal so einen Kristall benutzt, also fernab der Aufnahme, der es mir ermöglicht, meine Fähigkeiten zurückzusetzen und neu zu legen. Und ja, das war auch ziemlich nötig, denn ich war mir nicht ganz so sicher, ob das alles so optimal ist, wie ich das gelevelt hatte. Und also ich bin da wirklich sehr schlecht drin. Ne? Und da wir ja auch Magier sind, aber ich würde ja auch gerne ein Kampfmagier sein. Und mir ist aufgefallen dann, dass ich bei anderen, dass mein Mana ja auch gar nicht mehr wird. Und dann habe ich mal geguckt bei anderen so im Let's Play. Und die hatten alle einen größeren Mana-Balken. Und dann habe ich dann halt mal mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe meine Fähigkeiten, Attribute und meine Talente mal anders gelegt, sodass es jetzt passt. Und zwar habe ich Stärke auf Level 3 gemacht. Intuition habe ich bis Level 2. Dann habe ich bis Level 2 Charisma und einmal Wissenschaft. Zu den Attributen, das waren die Talente, zu den Attributen habe ich Kraft bis 2. Ausdauer nur 1. Dafür habe ich aber Willenskraft bis 5 und auch also Willenskraft bis 5 und mentale Kraft habe ich bis 4. Von den Fähigkeiten her habe ich natürlich den göttlicher Magiring. Den habe ich komplett voll. Dann habe ich einen Balken für den Blitzschritt, dass ich ihn überhaupt machen kann. Dann habe ich... Oh mein Gott, mein Fuß juckt gerade. Oh, kennt ihr das, wenn das so unter dem Fuß so juckt? Oh, okay. Ja, dann ist Platz... Okay, dann habe ich Sturm voll. Ich habe dann Stasis voll. Und habe dann direkt auch Schild des Erleuchteten voll gemacht. Zusätzlich habe ich noch magische Heilung voll gemacht. Und ich habe mich diesmal auf schwere Einhandwaffen festgelegt und habe die bis zur dritten nur voll. Und die restlichen Punkte habe ich dann also auf die Pistole gesetzt, also auf Schusswaffen bis 2. Ja, das war's eigentlich. Und, naja, gut, es sieht jetzt auch schon viel, viel besser aus mit der Magie und mit dem Leben, mit der Regeneration und alles drum und dran. Lassen uns, ja, ich habe da natürlich auch ein bisschen die Kleidung natürlich wieder umstellen müssen und die Waffen und alles drum und dran. Hab noch ein bisschen Patronen gemacht, hab ein bisschen Getränke aufgefüllt. Ja, und das war's jetzt eigentlich so im Prinzip. Nur so jetzt mal, wir sind jetzt wieder aber vor dem Dorf, denn wir müssen ja herausfinden, was mit der Brückenallianz passiert ist. Ist das, nee, nicht der Brückenallianz, sondern, ach, diese anderen. Ich muss erstmal gucken hier. Auf jeden Fall, wir hatten ja ein so ein Monster schon besiegt, warum das die anderen Viecher alle verflucht hat. Jetzt geht's darum, dass hier in dem Dorf auch irgendetwas vor sich geht. Und wir müssen natürlich gucken, was das ist. I wanted to speak to you about the assaults that Hikmet and its outposts have been sustaining. Assaults? We have nothing to do with it this time. My men are not ready to attack the big city. They're not being attacked by men, but by beasts. Dozens of them. So they are also attacking the Renaigse. That's a relief. What do you mean? The animals are attacking us as well. They throw themselves at any man crossing their path, as if they were enraged. They even throw themselves at the camp's defenses. I had never seen anything like it before. A similar thing was happening west of the island. The animals were led by some sort of guardian. It resembled a Nardaig Menaemon, but its skin was black and covered in ulcers. I have never seen a guardian that fits the description you've given. I don't think they exist. Could a Donegad have done this? You're a typical Renaigse. You don't understand anything. The Nardaig are our ancestors. None of our people would make a Nardaig suffer, even if their heart was black and full of resentment.
And yet someone or something is making the beasts aggressive here as well. And we must find it. We? Do you want us to work together? Why shouldn't we? Don't you want to stop this too? That's true. Mal! Our guardian! He had changed! He is attacking our own! What? Come, follow me! To my help! Oh nein! And death to the others! Watch out! Grenade! You're running out of energy! Drink a potion! Move away! Things are about to get dicey! Be careful! You're growing tired! You should drink a potion! You're running out of energy! Drink a potion! Oh, da ist noch einer. Oh, da sind noch mehr. Move away. Things are about to get dicey. Mein Gott. Ja, ja. Ich wollte gerade blocken. So. Wie ihr gesehen habt, läuft das mit dem Mana ziemlich gut. Und auch meine Magie ist natürlich auch wesentlich gestiegen. Ich habe jetzt zwar nicht mehr so viele Rüstungsschilde, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Irgendwas, ich glaube, wir müssen hier weiter runter. Oh ja. To my health and death to the other. Hoppala. Mein Leben läuft an mir vorbei. Oh, sie ist tot. Ach du Scheiße, da hinten kommt was. Da hinten kommt was, da hinten kommt was. Oh mein Gott. To my help and death to the others. Watch out! Grenade! Ach, wir haben noch eine. Guck mal, einer lebt noch hier. Das ist doch mal schön. Drink a potion. Das war knapp. Oh, der Blitzschritt, ne? Move away. Things are about to get dicey. Ja, ich weiß, ich kann jetzt aber auch nichts dran ändern.
werde hier gerade angegriffen. Oh, fuck. Moment, ich kann doch was. Ich kann doch magische Heilung machen. Na, Gott, kann ich jetzt gerade nicht. Lass uns das jetzt mal gucken, ob ich das jetzt kann. Ich muss ja erst mal ein bisschen ausprobieren. Und? Oh, kann ich nur auf mich selber? What happened to our Nadaid? No idea. I'm sorry. It left me no choice. You fought bravely, and you did what you had to do. Our guardian had changed. It no longer recognized its children, and it was the one leading these beasts against us. Something really bad must have happened to it. It resembled the other guardian I told you about. As if they had the same disease. Guardians don't get sick. They are far more than beasts. And yet you and I saw the same thing. At last, the attack should stop now. What are you doing here? Who are these Renites, eh? Spies? They only came here to discover the source of the attacks. And they thought we were responsible. Why are you still here? You should have gone back to the outpost. I'm sorry. We were uncertain that we could trust you. You said you knew these people. And then we heard cries. And saw the giant creature attacking their camp. And we realized that it was this creature who was leading the beasts. And you discovered that we weren't to blame. Yes. I'm really sorry. We should go back to the outpost now. Then, if we let them go, they'll tell their leader the location of our camp. You. Are you prepared to swear that you will never speak of this place? You saved our comrades and maybe our city by killing this beast, so... Yes. We swear. I hope that they will be true to their word. Fine. They can go. We are extremely grateful. Thank you, Darren. Now, let's go tell the governor of Hikmet about this guardian. Qua awalem segrinaigse. And if you find the one who's behind all this, kill him. Erstmal gehen wir natürlich jetzt aufsammeln. Ja. So, wie ihr jetzt mitgekriegt habt, es war wesentlich leichter, den jetzt zu töten. Und vor allen Dingen, also es macht auf jeden Fall Sinn, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie man auflevelt. Und ja, also ich bin vollkommen begeistert. Ich hätte mir da mal vorher drüber Gedanken machen sollen. Dann wäre mir... vieles wahrscheinlich um einiges leichter gefallen, aber ich setze mich leider mit sowas nie wirklich auseinander und achte da drauf, sondern ich mache einfach nach Gefühl und ja. Also ich schäme mich ja zum Teil, dass es so schlecht, schlecht war die ganze Zeit. So, jetzt haben wir natürlich auch direkt wieder Pünktchen gekriegt, aber hier leider nicht, sonst hätte ich das noch voll gemacht. Okay, Fähigkeiten haben wir aber, dann gebe ich da noch einen auf, nächster Punkt, Voraussetzung, ein Punkt. Ja. Und schwere zwei Handwaffen. Ah, dafür bräuchte ich jetzt schon wieder zwei Punkte, okay. Dann lassen wir den mal. Dann lassen wir den mal und wir suchen uns jetzt erstmal unser Lagerfeuer, damit wir direkt abhauen können. Da ist noch eine
Kiste, die nehme ich mit. Kann man alles gebrauchen. Und dann muss ich auch irgendwann nochmal gucken, dass ich auch nochmal Geld bekomme. Ach, guck mal. Das ist ja cool geregelt. Um mir noch ein paar Tränke zu kaufen. Ich konnte ja leider nicht viele Tränke machen. Ich musste mir sehr viele kaufen. Hat die hier nicht so ein... Die hat hier nicht so ein, so ein Dingens, ne? Wo man sofort hinreisen kann. Das ist echt ein bisschen blöd. Aber nun gut. Ja, jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ich muss nur gucken, wie ich wieder zum Feuer komme. Irgendwas greift uns hier an. Ich weiß nicht was. Ach, da oben. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Aber wir müssen jetzt auch hier wieder ein bisschen sammeln. Vielleicht habe ich ja dann Glück und kann dann doch noch ein paar Sachen herstellen. Feuer war da oben. Hoffe ich zumindest. Hier, es kommt immer dieses an manchen Stellen, wenn ich da langlaufe. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. So. Wir tun natürlich Reisen. Ach ja, wir sollen ja noch mit dem Hauptmann reden, ne? Warum sollen wir mit denen eigentlich nochmal reden? Na gut, ich mach einfach mal. Ja, ich habe auch meinen Begleiter gewechselt. Genau, ich bin von Kurt. Ich habe Kurt zwar behalten, aber ich bin von Ciora auf Afra gewechselt. Weil Afra halt mit ihrer Pistole den Schild zerbrechen kann. Viel, viel besser zerbrechen kann. So, ich habe Stasis auf RT und Dingens. Dann könnte ich... Da habe ich die Pistole. Wo habe ich nochmal die Pistole drauf? Auf RT und A. Und RT und Y ist Licht. Okay. RT und B. Okay, dann könnte man LT. Ach, ich kann, oder? Ich kann nur RT zuweisen. Ah, das ist doof. Ja gut, dann mache ich Sturm zu Licht. Und die magische Heilung, mache ich dann zu B. Ja. Genau. Aber man muss sich damit wirklich auseinandersetzen und dann ist das alles auch wesentlich einfacher. Ich habe mir das wirklich umsonst so schwer gemacht und ich schäme mich zutiefst, dass ich mich da nicht vorher darüber erkundigt habe, mich richtig darauf eingelassen habe auf das Spiel. Denn, ja, jetzt sind wir fast kurz vorm Ende und jetzt hab ich es endlich kapiert. Nein, das ist so. Ich muss mal lernen, mich mehr auf diese ganzen Fähigkeiten und Talentbäume zu konzentrieren. Ich muss das wirklich mal lernen. So. Your Excellency, have you been informed? I've been told, yes, that the attacks have ceased. Hikmet has been saved, thanks to you. Was it the natives, as I suspected?
No, they were not the cause, and were also victims of the attacks. Their losses were great. The animals answered to the call of a guardian, whose behavior was totally unlike the others. Exactly like the one who led the attacks against San Mateus. These creatures normally protect the natives, answering their call. Why did this one attack them? Are you certain one tribe is not attempting to dominate the others? I don't think so. The guardian looked sick. No native would treat such a creature like that. There's no doubt that someone is behind these attacks, but currently I have no idea who it might be. I suspect you will lead the investigation and unravel the mystery, as is your custom. While waiting, take this. It's nothing much, but consider it a gift to thank you for your help. Without you, the population of Hikmet would have suffered terribly. Thank you. I'm happy to have helped you avoid a massacre, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lady. Ich habe jetzt nicht gesehen. Was habe ich jetzt gekriegt? Okay, sprich mit Konstantin, Erkundigung der Kartografie in den Fußstapfen. Ja, das ist egal. Champion Arena, schmutziger Handel. Ja, könnte ich auch noch machen. Im Namen der Wissenschaft, im Herzen, sprich mit dem Hauptmann Reinhild. Ach komm. Wir können ja noch die eine Nebenaufgabe jetzt noch machen. Dann können wir auch zusätzlich noch ein bisschen leveln, denn ich habe das. Also, ich weiß, ich hatte das Gefühl schon auf dem. In dem Let's Play. Aber ich habe das Gefühl, wir sind wirklich kurz vorm Ende. Alles andere ist ja jetzt. Ja, ich muss nur gucken, wie ich da jetzt wieder hinkomme. Oh, hast du wieder Waren? Komm closer. Your Excellency. Thanks for your visit. Ich muss nämlich gucken. Okay. Ich muss nämlich gucken, dass ich alles, was ich jetzt noch, wenn ich jetzt noch alle Ressourcen, die ich sammle und ich also Tränke dafür herstellen möchte, muss ich gucken, dass ich jetzt anstatt alles auf Heiltränke und Magietränke zu verwenden, dass ich es eher auf diese Wiederauferstehungstränke verwende. Weil man die wohl nicht kaufen kann. Alles andere kann man kaufen, aber diese Auferstehungssachen, die kann man wohl nicht kaufen. Ja, das mit der Ware, das ist jetzt nicht, ist jetzt scheiße gelaufen. Respectfully, Your Excellency. What can I do for you? Governor Burin asked me to investigate the abductions the rebels told us about. If we could find the origin and free their comrades, I'm sure they would stop their attack. I need to locate and speak with the other rebels. Do you know where they could be? No. They don't attack often. I fear they're gathering their forces. Captain, the patrol we sent to the west has not returned yet. I may have spoken too quickly, Your Excellency. Although it might still be possible that our men are just delayed. Perhaps you would allow me to search for them. Maybe they crossed paths with the rebels. Corporal, do you know which way the patrol went? Of course, Captain. You will lead, His Excellency. In hope that our men are still alive. At your command, Captain. Your Excellency, find me at the entrance of the camp when you're ready to start. Ich bin bereit aufzubrechen. Wo ist er? Da. Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier hingegangen. Are you ready to go, Your Excellency? Yes. Let's go. So, begleite den Soldat, okay. Der wieder so langsam ist.
Die sind böse, ne? Okay, ich muss den jetzt wohl verfolgen erstmal, bevor ich den verliere. Gleich wieder was. Oh. Is that the patrol we're looking for? Yes. That's them. More victims of these savages. But two of the soldiers are missing. Maybe they managed to escape. They'll surely need help. We should look for them. Okay, begib dich auf die. Achso. Ich muss mal ein bisschen weiterlaufen hier. Oh. Ich kann es nicht ausmachen, woher das kommt. Hier? Nö, aber eine Truhe. Da ist doch einer. I'm in trouble! Please help me! This man needs to be cared for. But in his condition, we can't take him back to the outpost. Allow me. There. That should be better. Thank you, madam. Without your help, I would probably have died here. Tell us what happened. We came across a group of rebel savages. It was a massacre. A few seconds later, only Franz and I were left. We fled. I managed to drag myself here, but he was not so lucky. The savages caught up with him. Was he captured? Did you see where they took him? They headed north to Frazonegan. But in the state I was in, I didn't see much else. Your Excellency, please. We should get him out of there. They're bound to torture and kill him. We'll take care of it, Corporal. The rebels must have left traces when dragging the prisoner. But not you. You must help your wounded man to reach the outpost. Come on. Okay, wir sollen jetzt hier was aufspüren. Wir lassen ihn wohl zurück, aber zwei Soldaten fehlen doch, hat er doch gerade gesagt. Kann ich denn auch hier lang laufen, ohne dass mir was passiert? Ich laufe jetzt einfach hier so zurück. Das wird schon gut gehen. Ach, ein Fuchs, wie süß. Wir müssen da hin. Ach, da würde ich ja ganz gerne bis... Ja gut, dann warte ich halt nicht bis morgen. Obwohl, wenn ich jetzt so lange reise, dann... Nee, doch nicht. Hier lang. Da kriegen wir schon wieder Besuch. Oh, viele. To my health
And death to the others! Push up! Grenade! Move away! Endlich diese Scheißdinger, die gehen so leicht jetzt zu töten. Oh, wunderbar. So, ich muss mich jetzt aber bei euch verabschieden. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.